Also wir stehen hier auf dem Dach des Centers von Nashit, direkt am Eingang des Eine Hillway. Das Camp erschließt sich hier direkt um uns herum. Das Eine Hillway ist das größte palästinensische Flüchtlingslager im Libanon, was 1948 gegründet wurde und seitdem weiter besteht. Ist ein ganz gefährlicher und auch berühmter Ort im Libanon, weil einerseits die Armee das Camp komplett abgeriegelt hat und andererseits innerhalb des Camps aber palästinensische Milizen und Fraktionen sich untereinander die Gegend aufgeteilt haben und es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt, gewalttätigen Konflikten, Erschießungen etc. Und Nashit, die wir jetzt seit über 12 Jahren unterstützen im Eine Hillway, ist eine Organisation von Aktivisten und Freiwilligen, die sich vor allem auf die Unterstützung von Jugendlichen im Campalltag fokussiert haben, durch Bildungsangebote, Freizeitaktivitäten, Sportaktivitäten. Und seit ein paar Jahren eben auch eine Frauenkooperative gegründet haben, die eine Großküche betreiben. Und das neueste Projekt, die neueste Initiative, die wir jetzt mit Nashit aufgesetzt haben und unterstützt haben, ist die Einrichtung von erstmal 10 Rooftop-Gardens, Gewächshäusern auf den Dächern des Camps, in denen Frauen Biolandwirtschaft betreiben können in den Gewächshäusern. Mit dem Ziel, zum einen für den Eigenbedarf biologisches Gemüse und Obst anzubauen, aber eben auch, um direkt sozusagen überschüssige Ernte gewinnbringend verkaufen zu können an die Kooperative, die daraus wieder dann selbst Produkte herstellt in ihrer Großküche.